Herzlich willkommen bei diesem Selbstlernkurs zur Moderation. Schön, dass du da bist. Vielleicht engagierst du dich für Umweltthemen oder für Klimagerechtigkeit, vielleicht für soziale Themen, vielleicht für ein solidarischeres Miteinander, vielleicht für Kultur oder Bildung oder lokal oder international. Schön, dass du da bist und danke, dass du das machst, denn wir brauchen Menschen wie dich. Diese Welt ist immer nur besser geworden durch Menschen, die sie besser gemacht haben. Und trotzdem alleine können wir meistens zu wenig erreichen. Deswegen brauchen wir ganz oft Gruppen und Gruppen brauchen Treffen als Orte der Kommunikation und der Planung, des Träumens und des Zusammenhaltes. Im Alltag ist das oft gar nicht so einfach in ehrenamtlichen Gruppen. Wir sind müde, wir sind überfordert, wir haken uns fest, wir kommen nicht durch die Tagesordnung, sie sind zäh, sie sind anstrengend und wir sind danach noch viel müder und frustrierter. Moderation kann das ändern. Moderation kann Treffen zu Kraftquellen machen, zu Kraftquellen, in denen ihr Kreativität entfesselt, in denen ihr Diskriminierung entgegenwirkt, in denen ihr besser plant und bessere Entscheidungen trefft, in denen ihr eine höhere Verbindlichkeit herstellt und vor allen Dingen, in denen ihr als Gruppe wächst und ein besseres Miteinander erzeugt. In diesem Kurs erläutere ich euch, wie das geht, wie ihr in 9 Modulen durch Rolle, durch Haltung, durch Phasen, durch bestimmte Methoden, durch eine gute Zielorientierung, wie ihr diese Magie entfesseln könnt und das Ganze sehr praxisnah und sehr konkret auf euren Kontext bezogen. Mein Name ist Julia Junge und ich bin seit 20 Jahren als Moderation unterwegs, als Ehrenamtliche, als Hauptamtliche, in kirchlichen, in Jugendverbänden, ganz viel in der Umweltbewegung. Und heute mache ich das als Selbstständige quasi von morgens bis abends und möchte euch in diesem Kurs ein bisschen was von meinem Wissen, ein bisschen was von meinen Erfahrungen und vor allen Dingen ganz viel von meiner Begeisterung für die Möglichkeiten von Moderation mitgeben, um eure Treffen zu diesen Kraftquellen zu machen. Am wichtigsten im Kurs bin allerdings gar nicht ich, sondern seid ihr und sind die Aufgaben, die es gibt. Deswegen ganz wichtig, habt Zettel und Stift dabei, damit ihr nach jeder Aufgabe auch den Aufgabenzettel ausfüllen könnt oder die Aufgaben auf euren eigenen Zettel übertragen könnt. Denn diese Reflexionsaufgaben, diese Sammlungsaufgaben, diese Planungsaufgaben, die sind das Eigentliche, was diesen Kurs wertvoll macht. Noch viel mehr, wenn ihr es dann schafft, die Sachen auch in der Praxis umzusetzen und Kleinigkeiten oder große Sachen in euren Treffen zu verändern und auszuprobieren, euch Feedback zu holen und daran in der Praxis zu lernen. Und wenn ihr könnt, ladet eure Gruppe ein, den Kurs mitzumachen. Denn Moderation ist dann am einfachsten, wenn alle ein ähnliches Verständnis davon haben, was Moderation eigentlich bedeutet und wie die Rolle und das Zusammenspiel funktionieren kann. Ich freue mich auf euch gleich im ersten Modul, wo ich euch verrate, was das Geheimrezept hinter guter Moderation eigentlich ist. Bis gleich!